alle Schiffe, die im Hafen anlegen, legen irgendwann auch wieder ab. Der Bau des Hotels The Fontenay nimmt Fahrt auf, um zu bleiben. Dem Hotel oder der MS Fontenay gehen wir der Sonne entgegen durch den Hafen. Die Elbphilharmonie liegt neben uns. Alle sind glücklich und wir fahren im sicheren Fahrwasser einer erfolgreichen Zukunft entgegen. An Deck noch Dreck und im Bauch Gerüst. So steht das luxuriöseste Hotelbauvorhaben der Stadt am Ufer. Oliver Schwitaler, der technische Direktor, ist von Anfang an mit an Bord. Jetzt nimmt eigentlich mein persönliches Schiff so langsam Fahrt auf. Und das nimmt eigentlich immer an Geschwindigkeit zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Hotel dann eröffnet. Im August vor 2 Jahren wurden der Grundstein gelegt und die Segel gesetzt. Unter der Flagge von Unternehmer Klaus-Michael Kühne soll das The Fontenay an der Stelle im Panorama stehen, wo bis 2013 noch das ehemalige Hotel Interconti zu sehen war. Ein 5-Sterne-Superior-Kahn soll es werden. Thies Sponholz soll ihn schaukeln. Die MS Fontenay ist auf alle Fälle ein Luxusliner. Wir sind sicherlich eine Art Resort-Hotel in der Stadt. Wir werden kein klassisches Stadthotel sein. Das bedingt schon die Lage hier in den Alstervorland, in den Alsterwiesen, am Wasser. Wir sind eher ein kleines Kreuzfahrtschiff, aber luxuriös. Das mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro im März kommenden Jahres eröffnen soll. Ich brauche eigentlich so gut wie gar keine Fantasie. Ich kann mir das schon super gut vorstellen, weil ich halt auch die ganzen Renderings, die Zeichnungen alle kenne. Ich sehe das eigentlich schon fast fertig hier. Der Arbeitstag von Oliver Schwitaler bewegt sich auf 8 Decks. Bisher ist keiner der geplanten 12 Aufzüge in Betrieb, geschweige denn überhaupt vorhanden. Allein die Schächte gibt es bereits. Es ist so ein kleines Sportprogramm pro Tag, wenn ich hier rauf und runter renne. Gerade dann natürlich auch, wenn noch kein Bauaufzug da ist und man den gesamten Weg immer über die Treppen zurücklegen muss. Das ist quasi wie auf so einem Stepper im Fitnessstudio. Ähnlich oft wie die Passagiere auf einer Kreuzfahrt zückt Oliver Schwitaler sein Telefon. Statt des Panoramas jedoch fotografiert er alles, was noch nicht so ist, wie er es sich vorstellt. Mehr als 2000 Fotos hat er auf seinem Handy, von Anschlüssen, Kabeln, Bodenbelägen. Jeden Tag kommen neue dazu. 131 Zimmer soll das Hotel einmal haben, wenn es fertig ist. Noch liegt die Mannschaft gut im Zeitplan. Also Land sehe ich auf jeden Fall schon ziemlich nah, wenn wir hier im Haus drin sind, wenn wir es übernommen haben, wenn wir anfangen, hier einzurichten. Und dann werde ich, glaube ich, stolz durchlaufen, mich hier oben hinstellen und einmal alleine da runter gucken und sehen, was in den letzten 2 Jahren hier passiert ist. Das Hotel The Fontenay hat noch ein gutes Stück an Weg vor sich. Untergehen wird es sicher nicht. Die große Frage aber ist, ob es bei den Hanseaten gut ankommen wird.